Slavitz, Franek, warum nicht? Ja, wäre auch noch eine Möglichkeit. Das ist, gibt viele Möglichkeiten. Das Problem ist halt, die Entwickler müssen das Geld dafür in die Hand nehmen. Ansonsten läuft da gar nichts. Wir haben für zwei Sanduhren. Ah, ich brauch. Was war das? Wein. Das klappt das natürlich nicht. Es ist halt. Man könnte aus so Spielen so viel mehr machen. Und wenn ich überlege, wie viele Stunden ich jetzt ja schon hier zugebracht habe, klar, ich habe ein bisschen hier und da übertrieben, aber eine Spielzeit von insgesamt 100 Stunden, 100 bis 120 Stunden hast du jetzt schon. 2 Sanduhren kochen. Das könntest du durchaus noch mit Vranek um einiges erweitern. Mit einer Schlacht, mit Spionage für eine Schlacht, dass du vielleicht dass man zum Beispiel auf eine separate Karte geht. Das war ja in Skyrim auch so. Da war ja diese Insel, wo man hin musste. So Sachen, also. Also, das ist nämlich abkühlen, zerkleinere die Tollkirschen. 2 Tollkirschen. Oh, ich brauche mehr Tollkirschen, wenn ich da wirklich mehrere machen will. Dass man da wirklich immer so viel machen. Einfach irgendwie noch die Geschichte weiterstricken, noch neue Mission. Ich meine, allein das mit dem wie hieß es, das andere DLC mit den Kämpfern, wo ich jetzt den Harnisch her habe zum Beispiel, ja. Sowas, das beschäftigt dich auch schon. Auf Patrouille gehen, das passt auch zum Thema Ruhe ins Königreich bringen. Ist den nicht kochen. Fliegenpilz und dann destillieren. Also, da gibt es sehr viele Möglichkeiten und wenn du es ausnutzt, richtig, dann, ja, aber erstmal müsste dafür einer. Erstmal müsste dann einer bei denen die Idee haben dafür. Einer müsste sagen, ja, wir setzen das um. Immer nur einen. Prozessor Eintrag zu sich gilt nicht für automatisch Trank erstellen. Üben macht die Meister. Solcher Fehler brauche ich nicht. Giftige Klinge brauche ich auch nicht. Dann nehme ich das Doppelpack. Ziemlich interessant. Oh, wir sind noch auf der Seite. Okay. Gut. Ja. Brauchen Wein. Erst dann den Wermut zweimal kochen. Muss ich nur noch mal überprüfen, ob das richtig ist. Die Wermut. Wermut. Wermut für zwei kochen lassen. Ich meine, den schwierigsten Teil haben sie ja tatsächlich schon hinter sich, wenn man so will. Weil das ist es ja, das Spiel an sich, so aufzubauen, wie es ist. Jetzt müssen sie ja nur, wie ist das jetzt? Ja, das Tollkirschen. Oh, das war ein Fehler. Tollkirschen müssen sehr kleiner werden. Ups.
Ja, ich meine. Oh, ich hätte das jetzt gar nicht noch machen müssen. Nein. Ja, es ist halt die Sache. Wenn du. Das Problem ist halt. Es muss sich lohnen. Klar, sie müssen ein paar Dialoge machen und ein paar Missionen programmieren. Aber das ist mit der ganzen Basis, die du hast, ist das gar nicht schwer. Du hast die Grundlagen allesamt. Fliegenpilz dazu. So, soll ich einen Fehler machen? Das ist auf jeden Fall schon mal destillieren. Ist halt die Frage, ob die Nachfrage dazu dann groß genug ist. Ich meine, es ist jetzt kein. Es ist schon ein großer Titel. In gewisser Weise. In dem Bereich ist es. Ich wüsste nicht, was jetzt ähnlich wäre. Vom. Wie auch immer. Können wir noch einmal. Naja, jetzt fehlen die Tollkirschen, nehme ich mal an. Das ist jetzt auch egal. So. Ich meine, mit. Die Geschichte ist gut. Eigene Stadt aufbauen, nebenher. Sich hocharbeiten, verschiedene Richtungen. Das ist schon eigentlich eine gute. Die Basis ist gut genug, um sie weit auszubauen. Und wenn du die Grafiken noch verbessern kannst, was sie ja jetzt dann wohl geplant haben, dann kannst du ja auch den Titel damit aktuell halten, in gewisser Weise. Wenn du die Texturen einfach nur verfeinerst und nicht komplett von Anfang an anfangen musst. Aber dann ist auch wieder der Faktor Zeit dabei. Das würde dann wieder ewig dauern. Es kann sein, wenn das neue DLC rauskommt, dass sie dann sagen, ja, in einem halben, dreiviertel Jahr, ja, haben wir ein neues DLC. Muss man halt auch wieder warten. Ja, ein bisschen. Man kriegt nicht alles auf einmal, selbst wenn sie es dann tatsächlich machen. So, jetzt müsste ich mich ins Badehaus schleichen. Guck mal, noch ist es nicht. Wasser färben. Falsches Blut. Aber das Wasser im Badehaus. Abgeschlossen. Okay. Jetzt müssten wir mal gucken, ob das mit dem Fleisch hinhaut. Oder ob es mir vielleicht hingehauen hat im Namen. Und hat sich der Spuk. Die Leute reden über den Wiedergänger, als wir machen das nichts. Oh, das reicht noch nicht. Es wird, aber du musst. Lebe wohl. Ich habe noch nicht rausgefunden, was mit dem Fleisch. Verdammte Axt. Hatte der hier noch irgendwas? Ich meine, ich war hier schon und hab geguckt. Hier ist nichts drin. Ah. Ich muss nachts die Vorräte stehlen. Und nachts. Naja, gut. Ich muss nicht unbedingt nachts stehlen, aber. Ich Untersuchen. brauche viel Hammelfleisch, um alles zu vertauschen. Hammel. 25 Stück. Und ich muss das nur untersuchen. Willst du mich verarschen? Hammelfleisch. Man unter. Na toll. Hier bin ich noch nicht mal gesperrt vom Zutritt. 25 Hammelfleisch. Okay. Ach. Vertausche das Hammelfleisch. 25 Stück. 25 von 25?
Ich muss immer noch rausfinden, wie viel... Oh, wahrscheinlich muss ich Hammelfleisch... Muss ich hier das untersuchen? Hier drin? Nee. Hühner. Sollte kein Problem sein. Tausch die Hühner. 4 an der Zahl. Stehlen. Hühner. 12 drin. Tausch die Hühner. 4 an der Zahl. 4 von 4 habe ich, aber das muss erst noch vergammeln. So einfach kann es sein, aber... Naja. Genau, die Hühner müsste ich austauschen, das andere... Aber es müsste erstmal vergammeln. Das ist die andere Sache. Was haben wir hier? Stier, das Rezept. Ich könnte aber auch erstmal nach Franik gehen. Ich habe das Gift, was ich geplant habe. Auf jeden Fall... das sollte auf jeden Fall reichen, um sie umzubringen. Zumindest gehe ich mal davon aus. Ja. Wollen wir mal... Oh, wow. Das letzte Mal, als ich hier war, sah das nur, war das alles noch verfallen. Okay, gehen wir es durch. Ich müsste einfach nur warten, bis es vergammelt. Und in meinem Inventar vergammelt es nicht so schnell. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ansonsten die in meinem Turnierteil. Das könnte sein. Das bricht nicht ab. Das nicht. Die auch nicht. Das kann ich. Das wäre schon seit Wochen abgebrochen. Und... Das dürfte auch nicht abbrechen, weil es zeitabhängig ist. Das Einzige ist eben nimmer am Turnierteil, wo ich dann eventuell jetzt als nächstes eine Waffe bekomme, aber da bin ich okay mit, dass ich da eins verpasse. Ich kann einfach Tage warten bis zum nächsten Turnier. So, auf nach Vranik. Auf nach Vranik. Das lädt. Was willst du? Lass mich rein. Rein, ja? Und wie lautet die Losung? Wichtige Freunde. Ein Spiel gefällig? Zeig her. Ah, na gut. Willkommen in Vranik, Kamerad. Danke für die freundliche Begrüßung, Kamerad. Bei wem soll ich mich melden? Erik. Er sollte im Haus ganz oben sein. Okay. Das melde ich im Lager bei Erik. Weißt du, wo ich Erik... Du findest ihn oben im Hauptlager. Seine Rüstung glänzt hell. Ist kaum zu... Na, wie läuft's? Wie immer. Stinklangweilig ist mir. Die Bezahlung ist gut, aber trotzdem scheiß langweilig. Wache schieben, pennen, Wache schieben. Sogar vom Saufen habe ich die Nase voll.
Ich bin neu hier. Kannst du mir sagen, was ich... Nichts, genau wie ich's mag. Ich werde fürs Rumsitzen bezahlt. Und selbst wenn sich mal was rührt, sieh dich um. Haben hier ein paar Dutzend Männer. Diese Bauernlümmel stampfen wir mit links ein, meinst du nicht? Sag mal, weißt du zufällig, was wir als nächstes tun? Mir egal. Wenn's heißt, es ist Zeit, dann ist es Zeit. Mehr muss ich nicht wissen. Aber frag ruhig die anderen. Nur würde ich nicht viel drauf geben, was die sagen. Alle wissen sie angeblich das Neueste. Dabei wissen sie einen Scheißdreck. Wie bist du hier eigentlich gelandet? Ach, du weißt ja, wie es ist. Immer dieselbe Leier. Hab Scheiße gebaut und bin in die Wälder abgehauen. Wollte mich um jeden Preis durchschlagen. Und als ich hörte, dass sie anheuern, habe ich mich gemeldet. Geld stinkt nicht. Die Arbeit aber vielleicht. Aber gut. So, jetzt haben wir... Wir haben Hinweis auf andere, die wissen, was los ist, aber... Wie bist du hier eigentlich? Ich? Bist wohl etwas grün hinter den Ohren, was? Ist ja einfach mein Ding. Immer wenn die Blaublüter sich an die Gurgel gehen, stehen ich und mein treues Schwert auf der einen oder anderen Seite. Je nachdem, wer besser zahlt. Sag mal, weißt du zufällig... Na klar. Morgen in aller Herrgottsfrühe gibt's einen großen Aufmarsch. Alle hier wissen das. Alle. Ich bin neu hier. Kannst du mir sagen... Das, wonach es aussieht. Wir saufen. Was sonst? Ein paar Trottel sind am Üben, um in Form zu bleiben. Aber wozu die Mühe? Mit der Streitmacht durchbrechen wir jede Gegenwehr wie ein rambockenmodriges Scheunentor. Naja. Na, wie läuft? Geht. Bin zwar erst seit ein paar Tagen hier, kann aber nicht klagen. Essen, Schnaps und gute Gesellschaft. Naja, Gesellschaft. Okay, es wird irgendwie 3 oder 4. Oh, einfach so öffnen. Okay. Es wird ein paar Dialogoptionen geben. Verschiedene Infos. Was ist so? Alter. Natürlich. Riesenstreitmacht. Ich habe bisher 2 Leute gesehen. Naja, entweder habe ich mit dem schon geredet gehabt. Oder den gehen schon die... Die Dialogoptionen sind schon ziemlich vorbei. Nichts ist los. Das Gesicht kenne ich doch. Der sieht aus wie der Bogenschütze. Was? Okay, also ich gehe mal davon aus, dass jetzt echt alles... Gibt's keine... Topf im Moment. Okay, da soll angeblich auch ein Feuer brennen. Mal sehen. Da ist zum Beispiel ein Topf. Diese Zelte sehen teuer aus. Das sind definitiv keine armen Schlucker. Das stimmt, die sehen echt gut aus. Oh, so ein Schild wäre gut, wenn ich das mitnehmen könnte. Keiner zum Ausrauben hier. Scheiße. Arsch langweilig. Bäche voll Blut. Bäche voll Blut. Ach du Heiland. Aber die haben das hier. Wow. Nicht die äußere Palisade ist massiv, sondern auch die innere. Nicht gut. Wow. Wir sehen davon, dass die Ecke hier noch nicht... gesäubert wurde, in gewisser Weise. Sehen die Zelte sehen wirklich gut aus. Das muss man denen lassen. Und da sieht man wieder, man könnte hier gut bauen, weißt du? So, dass man selbst ein Burgherr wird zum Beispiel. Dass man hier eine Burg baut. Hat der was zu sagen? Als, nee. Nö, es stimmt. Jetzt bist du dran. Was hast du so gemacht? Nun, ich hab Kerzen für ein Kloster gedreht. Was? Hört ihr das? Wache und Kerzen für ein Kloster, das kennen wir irgendwo, ja. Oh, hier regnet es durchs Dach. Sie haben den Eingang wohl abgesteckt. Mal sehen.
benutzen. Okay, ist wohl gerade nicht. Schloss knacken, schwer. Also hier kann ich mich noch bedienen. Sagen wir mal so. Oh, da liegt ein Schlüsselbund. Kozlik schickt mich. Ah, noch mehr Verstärkung. Du bist der aus dem Kloster? Ja, Herr. Du hast diesen Verräter wirklich getötet? Ja, Herr. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir gelingt. Kannst du mit einem Schwert umgehen? Ja, ich weiß, was ich tue. Stellen wir dich auf die Probe. Geh zu Vanyek, unserem Kampfmeister. Er wird schon herausfinden, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Geh einfach hügelabwärts bis zur Palisade. Sein Zelt liegt direkt beim Übungsplatz. Jawohl, Herr. Okay. Krieg ich noch ein bisschen Übung. Die Sache ist jetzt die, wenn ich ein wenig... Eriks Thronenschlüssel. Na gut, den brauche ich nicht unbedingt. Ich würde gerne da rüber gehen, aber ich würde behaupten, dass das der Knast ist. Sagt immer noch benutzen. Mal gucken, ob ich das jetzt kann. Ansonsten klingt einleuchtend. Runter bis zur Palisade. Da ist sein Zelt. Nee. Au. Jetzt tatsächlich Schlösser zum Knacken. Aber ist nichts dran. Naja, da sind schon Löcher drin. Also, so gut ausgestattet sind die dann auch nicht. Wo ist denn hier überhaupt der? Können denn hier der Übungsplatz sein lassen? Ah, da. Ist natürlich markiert. Nein. Übungsplatz. Also ich glaube, wenn ich die zwei Töpfe vergifte... Ach, hier ist der Übungsplatz, alles klar. Bist du Kampfmeister? Ja, der Bär. Ich bin Heinrich. Ah, noch ein Grünschnabel. Schön, dass Kozlik seine Arbeit macht. Allerdings können die meisten nicht mal einen Haufen Scheiße mit einer Mistgabel bekämpfen. Hey, kenne ich dich etwa? Irgendwoher kommst du mir bekannt vor. Dich noch nie zuvor gesehen. Wirklich? Ich würde meinen Arsch verwetten, dass ich dich kenne. Egal. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es einst war. Ich saufe zu viel. Oder zu wenig. Also, dann zeig mal, was du kannst. Hast du eine Waffe? Wenn nicht, kannst du dir dort drüben eine leihen. Bereit? Lassen wir es angehen. So, dann zeig mir mal, was... Streitkolben, ha? Weit daneben. Mal sehen, ob wir ein paar Dellen verpassen können. Oh, ich dachte, er wollte aufhören. Das ging ja einfach. Himmel, hilf! Du bist viel besser als die meisten dieser Scheißkerle hier. Gut gemacht. Ich hatte etwas Übung. Das sehe ich. Ich sage Eric, was in dir steckt. Aber damit du nicht denkst, der alte Vanyek hätt's nicht mehr drauf, zeige ich dir einen Kniff, der dir sicher nützen wird. Oh, wie spendabel von dir. Tja, ich will nicht bis aufs Grab kämpfen. Also pass auf. Bevor du anfängst herumzufuchteln,
Sieh zu, dass deine Beine weit auseinanderstehen. Ungefähr so, als würdest du einen kolossalen Furz lassen. Ich glaube, ich hab's. Danke. Okay. Wer bist du? Einen kolossalen Furz lassen. Okay. Verdammt, das sind verflucht viele. Bestimmt gute 4 oder 5 Dutzend. Naja, aber ein wenig Gift kann man selbst die 4 oder 5 Dutzend loswerden. Aber sie haben nichts. Gerade wo ich sage, aber sie haben nicht viel, sagen wir mal so. Es ist immer ziemlich, immer noch ziemlich wenig, was die hier alles haben. Ich meine, sie haben Wachen an der Palisade. Also. Ob ich an den seinen Tonschlüssel rankomme? Hier ist auch noch ein Topf, den muss ich auch vergiften, wenn ich gehe. Aber erstmal würde ich sagen, starten wir Bericht. Okay, Cutscene. Herr, entschuldige. Was ist denn? Wie befohlen bin ich zum Kampfmeister und habe... Hast du deine Zunge verschluckt? Red weiter. Kennen wir den nicht? Ich will wissen, was mit dem jungen Herrn los ist. Er ist wohl überrascht, mich hier zu sehen. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Seit wann heuerst du denn Ratzigs Leute an Erik? Ratzig? Ganz recht. Dieser Junge ist ihm äußerst wichtig. Und ich schätze, er ist auf der Suche hiernach. Hab ich recht, Bürschchen? Du Bastard. Na toll. Gott, ich hab zwischendurch mal gespeichert. Er kommt zu sich. Bitte vergib mir die Unannehmlichkeiten, doch es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Und unserer natürlich. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Ich lasse dich nämlich am Leben. Ich bin mir sicher, dein lieber Vater wird ein hübsches Lösegeld für dich zahlen. Mein Vater ist tot. Dein mieser Lakai ließ ihn mich nicht einmal bestatten. Er weiß es nicht, Erik. Er hat keine Ahnung. Man erzählte es mir, einem Fremden, aber nicht ihm. Wie unglaublich rücksichtslos. Bestimmt würdest du dies lieber unter angenehmeren Umständen... Oh, jetzt sag nicht, dass der Ratzig das ist. Des Bettlers los. Dein Vater, dein richtiger Vater, ist Ratzig. Und du kennst ihn. Er ist dein Lehnsherr. Ratzig Kobilla. Obwohl, wie viel kannst du ihm schon bedeuten? Hier bist du nun, eine obdachlose Waise. Und dennoch hat er dich nicht anerkannt. Deine Eltern sind beide gestorben, habe ich recht? Das dachte ich mir. Und trotzdem hat Ratzig die Wahrheit für sich behalten. Könnte es sein, dass er sich deinetwegen schämt? Ich frage mich, ob er das Lösegeld überhaupt bezahlen würde. Aber denken wir darüber jetzt besser nicht nach. Denn wenn dein Vater sich dazu entscheidet, nicht zu zahlen, bist du für mich wertlos und dann... Mein Vater ist tot! Ich verstehe deine Gefühle, ja, tue ich wirklich. Meine eigene Kindheit war deiner nicht unähnlich. Schon eigenartig, dass gerade wir beide etwas gemeinsam haben. Aber Schluss mit dem Geschwätz. Es wird langsam Zeit, dass du mir sagst, weshalb du hergekommen bist. Ich suche nach dem Schwert meines Vaters, welches mir ein gewisser Bastard gestohlen hat. Und ich habe es gefunden. Da frage ich mich, welchen Vater du meinst. Gewissermaßen gehört es ja beiden. Es spielt keine Rolle, wem es gehört, denn ich werde dich damit töten. Du bist momentan nicht in der Position.